Ich werde so oft während meiner Streams gefragt, warum ich Messer und Schlagring dabei habe, dass ich das jetzt mal in einem Video festhalten muss. Den Schlagring habe ich insbesondere wegen der Immolators dabei. Drei schwere Schläge damit und der Typ geht zu Boden. Und das verbraucht relativ wenig Ausdauer. Das Messer verbraucht mehr, aber auch damit reichen drei schwere Attacken für den Armored. Mit dem Schlagring würde das länger dauern. Aber diese beiden Gegnertypen will man halt möglichst schnell down bekommen. Schlagringe sind außerdem gut für Zombie-Gruppen, weil sie halt so wenig Stamina verbrauchen. Für Hunde wiederum ist das Messer besser, weil es die größere Reichweite hat und die Viecher one-shottet. Das Knuckle Knife kann jetzt leichte, stumpfe Schläge und schwere Stiche und ist damit auf dem Papier ein toller Allrounder. Trotzdem sind Messer und Schlagring in ihren jeweiligen Spezialbereichen stärker. Und deshalb nehme ich immer beide mit. Sei denn, ich habe eine Lanze oder ein Bajonett, dann bleibt das Messer zu Hause. So viel vorneweg, jetzt geht aber das Match los. Ich spiele heute wieder Solo-Sniper gegen Trios und habe auch schon Geballer gehört in Allens. Allen! 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 Das könnte Boss oder PvP oder beides sein und tatsächlich wird er auch im Anschluss gebanished. Und während ich noch so grüble, ob da wohl noch PvP passiert und ich mal näher ran soll, wird auch schon der zweite Boss gebanished. Oh, ist das nicht Allen? Steve, ne? Steve. Steve! 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 Das ist jetzt natürlich blöd. Denn wenn ich Solo gegen Trios spiele, dann meistens so, dass ich darauf warte, dass sich zwei Teams bekämpfen und dann snipe ich da so von der Seite rein und am Ende steht hoffentlich keiner mehr. Wenn jetzt die Bosse ziemlich weit auseinander sind und jeweils auch einen eigenen Ausgang haben und hier vielleicht schon gerade PvP passiert ist, dann ist es natürlich blöd, dann sitzt jetzt auf jedem Boss genau ein Team mit einem Ausgang um die Ecke und dann tue ich mich da jetzt als Solo schwer. Ich gehe also schon fast davon aus, dass aus diesem Match kein Video mehr wird, es sei denn, das erste Boss-Team läuft tatsächlich noch zum zweiten rüber, aber naja, mal gucken. Ja, die kommen tatsächlich rüber. Okay, dann passiert ja doch noch was. Ich muss den halt früh genug aus dem Weg, denn drei Leute mit Boost, die sollen mal schön an mir vorbeilaufen. Nein, bislang hat ja auch noch niemand PvP gehabt, offensichtlich. Das ist in Chapel natürlich. Chapel ist natürlich ziemlich ätzend. Ja, wenn ich mich jetzt hier so ein bisschen eile, mich nördlich so ein bisschen in Position bringen. Hätte ich das gewusst. Den unterwegs ein paar Fallen aufstellen können, aber sowas weiß man natürlich vorher nicht. Ja. Oh, okay. Vielleicht kommt die Assassin Crew denen auch entgegen. Ich wollte mich gerade sagen, ich könnte jetzt natürlich über Scuppa laufen. Laufe dann aber Gefahr. Nee, die sind das, die da Krach machen. Laufe dann Gefahr, dass ich da irgend so ein Melee verpasse. Wenn der Scuppa halt dann doch zu weit weg ist eigentlich. Und da ist jetzt auch noch Action. Naja, muss jetzt hier durch einen Sumpf. Auch kacke. Doch den großen Bogen rennen, aber bin denen jetzt schon fast zu nah. Aber nur fast. Okay, wenn da jetzt zwei Teams fighten und das dritte unterwegs ist, dann habe ich ja die Lage wieder im Blick. Nicht unter Kontrolle, aber im Blick. Das ist schon mal was. Ach, ich habe ja auch gar keine Fallen dabei. Lerinama. Darmzerstörer, Herrgott. Was muss man sich denn hier auseinandersetzen? Gappa Lake, schwieriger Compound. Hier mal durchschleichen. Nicht so einfach.
Guck mal, hier kommt man auch normalerweise auch hoch. So, die sind jetzt... Ach, die sind da mitten im... Sumpf. Oh, komm. Oh, eine Sekunde zu spät. Shit. Hätte ich mal nicht gecheckt, sondern einfach nur geguckt. Ja, komm runter da. Einer hat eine Winnie mit Levering. Der andere hat Pech. Hä? Wie läuft der da direkt? Da lag sie doch. Jetzt kriege ich natürlich wieder diesen Tunnelblick. Ja, ist nicht mehr da, leider. Okay, die Dame in Schwarz, die auch zuvor gern mal stehen blieb, macht das wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Jetzt gucken. Na ja, gut, der ist halt auch direkt der Ausgang. Da ist doch was. Oh, ich arbeite hier. Laut. Da ist wieder was. Das war so ein bisschen geraten. Ich gebe es zu. War gut geraten. Die liegen jetzt da beide rum, oder was? Ne, einer hat jetzt... Ah, shit. Ja, jetzt habe ich das erste Team gekillt. Den auch noch mal ein bisschen Angst gemacht. Kommt da gleich noch mal einer? Ah, komm noch mal durch. Wen hat er denn da jetzt okay. Ja, die fighten schon auch noch. Komm hier nochmal zurück. Ja, eine Bounty liegt da noch. Ja, lasst mir gerne eine liegen, so ist nicht. Die Hive da im Nacken. Vielleicht wollen die jetzt auch nicht mehr. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Verschwendung. Immer noch zwei Bounties da. Ich muss mich natürlich schon längst wieder bewegen, aber sobald bei denen, solange bei denen die Fronten auch immer noch genau so sind, sehe ich es gerade nicht so wirklich. Die einen warten jetzt, bis die anderen da ausgebrannt sind. Ich glaube, die wollten die wahrscheinlich vielleicht gerade aufheben und dann haben sie jetzt nur angezündet. Wissen, was geht da noch? Gern, dass einer von denen jetzt herausrennt hinter die Mauer.
Kenne ich den Namen? Glaube nicht. Ah, jetzt so ein Spotter wäre noch schön. Habe ich schon mal durch diese Ritze durchgeschossen? Ich glaube nicht. Jetzt scheint nur noch eine da zu liegen. Auf der rechten Seite. Und drei links zu sein. Ja, das ist... Gehe ich da noch ein bisschen näher? Geh mal hier auf das Dach. Noch so ein Hochsitz. Ja, Dolch haben sie auch. Ja, die ganze Zeit. Komm, jetzt stopp auch direkt. Nee, macht sie natürlich nicht. Die ganze Zeit sitzt sie da. Dann plötzlich. Aber... Eine Bounty ist immer noch auf der rechten Seite. Ich sehe sie sogar da. Gehen die jetzt? Einer ist ein... Ja, das ist die eine, die ich sehen kann. Die da. Von da hinten hat halt keinen Winkel. Der Pavel hat jetzt gerade noch mal 5 Sekunden bekommen. Pavel Pipovic. Sobald ich da rangehe, ist halt Schmerzzeit. Ich mal einen ganz anderen Winkel suchen. Aber da muss ich halt in den Zoom fallen. Okay. Und jetzt hat der andere so aufgehoben. Wir können aber auch nicht mehr viel Heal haben. So, in einer Linie in der Deckung nach hinten weg. Habe ich von denen schon einen gekillt? Nee. Ja, jetzt haben sie auf jeden Fall konsolidiert. Alle Bounties in einer Hand. Und nochmal 5 Sekunden Boost. Ich kann hier halt nichts sehen. Die Straße runter, so mittelmäßig. Ah, ist scheiße. Sagen wir mal, wie es ist. So alle drei. Und ich habe hier zu wenig Wiggle Room. Höchstens hoffen, einen noch Lucky zu headshotten. Diesen zum Beispiel. So. Okay. Aber
Aber ja, die stellen ihn wieder auf und dann sind sie weg. Genau. Moment. War der nicht in der Zone? Was ist da passiert? Er war nicht in der Zone und sein Mate ist extracted. Er war genau nicht drin. Ja, okay. Das hatte ich so nicht erwartet. Ja, gut. Nach diesem ganzen Massaker da hinten gehe ich dann jetzt doch noch gucken, was man da noch looten kann. Ich habe ja immerhin Vulture. Bursche wie ein Bär. Wie ist denn das passiert? Da war der nicht in der Zone oder noch nicht in der Zone? Oder ist außerhalb der Zone gestorben und sein Mate war drin und das Spiel hat gesagt, ja, du kannst jetzt weiter extracten und er kam nicht schnell genug raus? Weiß es nicht. Ich weiß nur, das ist ein ganz angenehmes Ende. So, da ist die Frau mit dem Pech und da ist ihr Freund, also die werden sie angezündet haben. Den hatte ich auch gekillt, das war ja sehr lucky. Von denen habe ich aber auch nur die beiden gesehen. Mann, ist vielleicht los. Die hier miteinander gefightet haben. Ich habe diesen einen in Rot, habe ich noch gesehen. Der dann eigentlich recht geschickt das Feuer auf sich gezogen hat. Damit sein dicker Kumpel dann die Bounty aufheben konnte. Ah, dann sind die raus. Dann kann ja das mit dem Extracten nicht so richtig funktioniert. Also für mich hat es funktioniert. Ich hoffe, für euch hat es auch funktioniert. Das war ja jetzt alles nicht genau so, wie es geplant war. Aber hat ja hinten raus dann doch noch geklappt. Und das ist eben das Tolle oder für manche auch frustrierende an Hunt Showdown. Es kann sich halt bis zum Schluss noch alles ändern. Aber eins ändert sich nicht. Ihr seid die Besten. Und ich bin der Fabian. Bis zum nächsten Video.